Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Portal 2, der Singleplayer-Kampagne. Hier sind wir letztes Mal stehen geblieben. Als kleine Information direkt, ich muss heute ein kleines bisschen leiser sprechen, weil meine Freundin im Nebenzimmer schläft nach ihrem Nachtdienst. Weswegen ich nicht so laut sein kann. Aber ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem alle verstehen. Ha! Ich wusste, wir sind hier richtig! Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer, als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Da, wahrscheinlich. Die kommen wir nicht durch, ne? So. Das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren sie Schmerzen. Irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt real genug. Genau, alles nur simuliert. Finde ich gut. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Händen kommt... Nein, nicht! Wer weiß, was die Tasse... Oh, das ist auch gut gemacht. Gute Neuigkeiten. Ich kann hier nicht das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Ah, der Alarm. Locker rein. Kein Problem. Legen wir los. Wollen wir mal gucken, ob wir mit dem Laser hier drüben was... Ah! Achso. So. Das ist ja eine coole Sache. Das finde ich gut. Zack. Bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Gefährlich untödlichen Bereich. Ich versteck mich mal hier unten. Das Rohr ist kaputt. Ich weiß nicht, ob ich hier hin sollte. Bin ich jetzt verloren? Heieiei. Ah, ne, scheinbar. Ist das richtig gelaufen? So müssten wir direkt zu dir gelangen, dass ich das noch erleben darf. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Ich finde, es sieht doch wirklich ein bisschen spaßig aus, ne? Das ist riesig hier. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit runter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird Sie umhauen. Denke ich auch. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Das ist die falsche Richtung. Ich komme nach. Okay, jetzt haben wir wieder auf uns alleine gestellt, scheinbar. Kommen wir jetzt wieder in den Testkammernbereich? Oder... Wir sind nach wie vor im Keller unterwegs. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen nach oben. Uiuiuiui. Ich kann mal in ein Portal reinsetzen. Ich kann mal hin, aber da hat man dann glaube ich verloren, oder? Kommen wir hier weiter? Nee, dann müssen wir da hin. Gladys Emergency Shutdown and Cake Dispensary Keep Unlocked. Okay. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Oh. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Na komm, ich geh runter. Das Toilette. War wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Ja, ich hab tatsächlich aber eine Portalkanone. Aber im Ernst, mach's gut. Das ist meine Chance. Hey.
Auf geht durch das Glas. Oh, du warst beschäftigt. Tja, wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Mach ich. Hallo? Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam, ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Du machst wohl Witze. Nein. Wir machen einfach, was da steht. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern, bereit für den Transfervorgang? Jawoll. Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? Nein. Oh ja. Nein. PAD entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja. Außer ein PAD-Mitarbeiter ist vor Ort, um die PAD-Auflösungstaste zu drücken. Lass mich drin. Drück einfach drauf. Tu es nicht. Ja, los, mach es. Drück nicht den Knopf, du weißt nicht, was du tust. Welcher Knopf denn? Ach, ich glaube, sie lügt. Hui. Nicht so schnell. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Hör nicht auf sie. Ja, stimmt, du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas viel Wichtigeres, nämlich einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich noch erstelle. Denn du hörst einfach nicht auf damit, obwohl ich es dir befehle. Lass mich doch mal da rein. Hör übrigens auf damit. Also, ja, das stimmt zum Teil. Aber falsch ist, während ich dich abgelenkt habe, haben wir den Knopf gedrückt. Nutze den Moment der Verwirrung und drück auf den Knopf. Ich komm, aber... Oh. Hab ich dir jemals gesagt, dass ich dir ganz besonders schätze? So. Also, als letztes... So an dir, deine Art Knöpfe zu drücken und deine Überzeugungskraft in Diskussion. Bei unserem ersten Treffen dachte ich, das ist doch mal eine Frau, die so richtig gut auf Knöpfe drücken kann, wenn es drauf ankommt. Sie hat ungeahntes Potenzial von Natur aus. Eine echte Problemlösungsexpertin, die einfach nur Knöpfe zum Draufdrücken braucht. Entschuldige, wenn ich nochmal dazwischen funke, aber wenn du mir das... von Apple. Hat gelöst. Transferstation. Warte, und wenn das wehtut? Wenn das richtig wehtut? Oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wie schmerzhaft genau wird es? Ah! Hände weg von mir. Nein, stopp, nein. Wow! Sieh dir das an! Geschafft! Jetzt kontrolliere ich die ganze Anlage! Ohoho, schau dir das an! Nicht schlecht, was? Riesiger Roboter! Gewaltig! Bin ich nicht furchteinflößend? Oh, ja, der Fahrstuhl! Den rufe ich jetzt! Es geht so. Kommt? Ah! Wie klein du doch aussiehst da unten! Ich kann dich kaum erkennen! So unwichtig und bedeutungslos! Ist Moment, klar, da fällt mir was ein. Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool. Hast du das gesehen? Ich bin ein verdammtes Genie. You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann es abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Ich war das. Der winzig kleine Weekly hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan.
2 also. Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein, nein, nein! Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Arschloch. Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Kern festgesetzt und einen endlos Strang dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, nein, du lügst, du lügst. Ich hab eine Kartoffelbatterie. Oh oh. Da ging's ein bisschen weiter nach unten. Das nimmt alles ganz schöne Wendungen hier an. Teil 6, der Sturz. Bist du denn? Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt, den haben wir also. Wo ist denn die Kartoffel? Warte. Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter. Mit entsetzlicher Geschwindigkeit. Aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Gut, geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch noch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben. Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Ach, glaube ich, habe irgendwelche besonderen Stiefel an oder was? Oh Gott. Das wusste ich jetzt aber auch noch nicht, dass ich irgendwelche besonderen Stiefel anhabe, womit ich wahrscheinlich solche Stürze überleben kann. Das ist ziemlich praktisch. Könnte man auch in echt gut gebrauchen teilweise. Oh, ein Vogel mit der Kartoffel fliegt weg. Was gibt's denn hier? Muss ich hier hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich da weiter. Gut. Das war schon ein bisschen Hochverrat von Wheatley. Tja. Arschgeige. Dann kann ich ein Portal dran machen und hier auch. Kann ich hier schon mal durch. Bringt mir das was? Kann ich hier hoch? Was ist dann? Gar nichts, oder? Kann ich von hier aus irgendwo ein Portal dran machen? Huch. Nee. Muss doch hier durchgehen, oder nicht? Aber hier drüben ist ja auch nichts. Vielleicht über
sehe ich auch hier irgendwo einen Punkt, wo ich da mein Portal gegensetzen kann. Nee. Ach, da dran. Das sah für mich nicht weiß aus. Hier geht's nicht weiter, also hier entlang. Dahin eins und hier hin eins. Zack. Warum hier alles so krass zerstört ist, das waren wir aber nicht, oder? Ich würde sagen, nein. So. Da hoch muss ich bestimmt. Ja. Das ist eine Tür. Do not enter. Damned testing area. Keep out. Okay. Kann ich hier irgendwo mein Portal gegenhauen? Bestimmt. Ja, und jetzt? Geht's nicht hin. Dran setzen. Perfekto. Hier habe ich durchgucken können. Von hier aus hat man aber diese Wand dann nicht gesehen. Sehr schön. Was ist das alles? Warum ist denn das eigentlich so riesig? Guck mal, wie lang wir gefallen sind auch. Da kann ich runterspringen. Do not enter, keep out. Was ist denn hier unten, was so gefährlich ist, dass wir es nicht betreten sollen? Oder kommt man einfach nie wieder raus? Wer weiß das schon? Also ich weiß es tatsächlich nicht. So. Ach, dann geht hier das auf. Okay. Ein großes Tor, eine Vault-Tür. Erinnert mich gleich an Fallout. Hat aber wahrscheinlich einen anderen Hintergrund, ja? Hier dran, hier dran. Was gibt es hier? Ein Knöpfchen. Ah, ich verstehe das. Hehe, das habe ich mir schon gedacht, dass man beide gleichzeitig machen muss. Im Chor mit Chor wäre das einfacher gewesen. Aber gut, so schwer war es jetzt auch nicht, ne? Mal sehen, was dahinter ist. Meine Freiheit wird sich wohl noch nicht dahinter verbergen, ne? Das wäre zu einfach. Eine Tür. Der Stuhl und einem Hocker. Okay. Man sieht richtig, wie schmutzig hier alles ist. Und hier war das Tor vor. Ist zwar nicht sauber, aber besser. Keep out. Ja. Sehen wir dann, ob ich wirklich draußen bleiben sollte oder nicht. Ganz viel Wasser. So. Hier kann ein Portal gegen. Bringt mir wahrscheinlich nur nicht so allzu viel, weil ich nicht hinkomme. Okay.
Irgendwas ist im Wasser. Da was gegen schießen. Da zu dieser Tür will ich bestimmt müssen, hä? Irgendwie sowas. So. Tür. Okay. Hier sind weitere Türen, kann man die aufmachen? Sicher, dass er nicht rüber kann. Ne. Irgendwas hiermit zu tun. Ne? Ah! Ah! Perfekt. Ach so, Hebel. Adventure Science. Ich dachte, wir... So, das ist gar nicht Capture Technology, sondern Aperture. Ups. Ah, da oben kann ich hin. Huch. Wo geht's hin? Moment mal. Ich kann doch hier irgendwie reinspringen. Nur... wahrscheinlich so. Mal ausprobieren, ne? Haha! Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auch alle... Du bist wahrscheinlich schon Ewigkeiten tot, Mr. Chris, Colonel General? Was war es jetzt? Achso, in Europa kann ich rein. Welcome Test Subject. Was ist das? DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Ist das hier die gelbe Linie? Hm. Ich weiß es nicht. Warte, bevor ich den Fahrstuhl nehme. Und auf geht's. Hoch, bitte. Hätte ich eigentlich auch hochlaufen können? Oh, weiß gar nicht. Aber mein Fahrstuhl ist schon angenehmer, denke ich. So. Da sind wir doch. Nee, ich dachte, wir wären da. Jetzt sind wir da. Ansicht vergrößern. Okay. Ich hätte gedacht, da müssen wir hin, aber da kommen wir, glaube ich, gar nicht hin, oder? Ah, hier hinten. Hier hin. Oh, Moment. Vielleicht eher dahin. Ja, das ist besser. Wir waren vorher hier. Dann wären wir runtergefallen. Für die Dauer des nächsten Tests. Wenn du nach dem nächsten Test zur Toilette musst, sag einem Mitarbeiter Bescheid. Denn höchstwahrscheinlich wirst du... Wenn du dich schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin in deinen Adern fließt, ist das völlig normal. Wir
haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt, der Blut in Benzin umwandelt. Es bedeutet also nur, dass der Laser doch funktioniert. Müssen wir dahin. Und dann kommen wir da runter. Okay, und muss ich aber trotzdem wieder rüber, ne? So. Das wäre jetzt natürlich dämlich hoch 10. Dahin und hier ist doch irgendwie das Ding zum Reinspringen. Bin ich jetzt blind? Ist das einfach. Das ist einfach hier unten. Da oben ist der Aufzug. Ich brauche welches? Das blaue. Okay, müsste ja eigentlich passen. Das war aber knapp trotzdem. Pump Station Alpha. Know your allergens. Pollen, animal dander, plastics, antimatter. Antimaterie, ja, okay. Okay, jetzt haben wir die Pump Station scheinbar angestellt. Bin hier mal gespannt, was wir damit dann machen können. Vielleicht das weiße, das blaue Gelee, weil das hier ja auch blau ist. Könnte ich mir vorstellen, wenn man da oben am Portal dran sitzt. Aber ich kann hier so hin. Was der Sinn der Sache ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, weil hier kommen wir nicht durch. Oh, weil der Gate. Aber dann, ja, über das Rohr. Es heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Everchild. Wir brauchen hier ist niemanden, der uns erzählt. Das wahrscheinlich ins nächste Level führt, mit Ladebildschirm. Korrekt. Aperture Science Innovators. Das ist jetzt was anderes als vorher. Das war ja vorher Aperture Laboratories, ne? Ein anderer Bereich der Firma. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Ja, Rückstoßgel. Du kriegst das Gel. Im letzten Abenteufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Okay, das sind jetzt scheinbar weitere so richtige Teststrecken. So, das Gel. Da kann ich drüber springen. Jo. Zack. Zack. Was passiert hier? Es geht auf. Geht aber auch wieder zu. Das heißt, ich brauche einen Cube, der nicht da drauf legen kann. Aber den kriege ich ja vielleicht da. Hui. Safe da. So, lassen wir das da stehen und springen rüber. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Der Typ hat auf jeden Fall nicht gelogen, wir haben wirklich das Rückstoßgel gekriegt. Und nicht nur blaue Farbe. Next test chamber this.
this way. Okay. Weil hier alles kaputt ist, ist das ganz schön scheiße teilweise. Hier wärst du dann wahrscheinlich hochgekommen, ne? Ja. So. Weiter geht's in die Richtung. Moment. Hier ist nur ein Aufseherbüro. Jetzt mal ganz doof. Was hat er hier bewacht? Hier ist nichts. Naja, das soll nicht meine Sorge sein. Ach so, dann kann ich hier auf die. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleiunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Nett. Auf jeden Fall. Heute machen wir an dieser Stelle Schluss. In der nächsten Folge machen wir hier weiter bei der zweiten Testkammer mit dem Rückstoßgel. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da, kommentiert unten, teilt das Video oder lasst gerne auch ein Abo da. Dann würde ich einfach mal vorschlagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir wieder Portal 2, die Singleplayer-Kampagne spielen. Bis dahin, ciao.